dem Podium das Colonia-Duett. Was fangen wir mit dem Zujabahn, wenn er so macht? Machen wir immer geht, das geht auch, bei denen immer. Was ist denn mit dem Mädchen? Der hat mich gerade angelacht, hast du Sinn? Das Mädchen hat dich angelacht. Meinst du, der hat Chance? Nur, schon wieder, nur. Ich muss ein Frauentyp sein. Ich will dir jetzt... Ich bin ein Opfer meiner Schönheit. Ich will dir jetzt sagen, da muss er da ja nichts drauf hinzubilden. Das hat mich aber angelacht. Ach ja, wie steht jetzt mal die Sinn am... Du hast mich angelacht. Ja, wie steht jetzt mal die Sinn am, muss ich ja auch lachen. Hast du schon mal überlegt, dass du mir damit wehtun kannst? Du Tütenügel. Hast du schon mal in das Spiel geguckt? Nee, wofür? Du nicht. Ja, wofür so schön? Du nicht! Ja, wofür dann? Du kannst einen Schock für Leben kriegen, ehrlich. Ich will dir uns jetzt sagen, der Meyers Hein, der hat mich eingeladen. Der Hein? Ja. Der hat dich eingeladen? Der hat mich eingeladen. Der kleine Hein? Der Hein. Diese Stinkdrüse? Der hat mich eingeladen. Der hat dich eingeladen. Der hat mich der hat die Hühnerfarm. Ja. Der hat dich eingeladen. Der hat mich eingeladen. Dich eingeladen. Ja, der hat mich eingeladen. Der ist doch so geizig. Ja, wieso? Der hat mich doch eingeladen. Der hat doch die Hühnerfarm. Ja. Der gibt den Hühner heiß Wasser, dass sie ihr kochte Eier legen. Gott, was ist denn geizig? Na, hör, ich bin noch beim Notar gewesen, weißt du, ich habe mein Testament gemacht. Du hast dein Sakrament gemacht? Mein Testament. Ist doch dasselbe, ne? Oder, ne? Hast du denn an mich gedacht? Wieso an dich denke? Bist ein guter Freund. Feiner Kerl. Ich will doch hast du an mich gedacht? Ich lasse mich verbrennen. Du lässt dich verbrennen? Ja. Wann? Wenn ich tot bin. Wenn du tot bist? Ja. Lässt du dich verbrennen? Ja. Das kann ich auch. Bist du geizig? Mein Gott, da bist du geizig. Das sieht ihr ähnlich, verbrennen lassen. Der Asche liegen lassen und laufen gehen. Da kann man ja. Kannst du mal sagen, wo du vergangene Woche gewesen bist? Ich habe dir angerufen wie in der Jack. Und da ist doch keiner an den Telefon gegangen. Du hast bei mir angerufen? Ja. Bei mir live? Dass ich das noch erleben durfte. Er hat bei mir angerufen. Ja und? Ja, da ist doch keiner an der Telefon gegangen. Da ist keiner an der Apparat gegangen? Nee. Bist du denn sicher, dass du bei mir angerufen hast? Ja klar, nicht bei dir angerufen. Hast du denn auch die richtige Nummer gewählt? Ja. Da ist keiner an der Apparat. Da ist keiner an der Apparat gegangen. Ich habe mir den Finger wund gedreht. Nur eine? Bist du denn sicher, dass du vor dem Wählen auch der Hörer abgenommen hast? Und du ist keiner an der Apparat gegangen? Nee, keiner. Bist du sicher? Ja. Da war auch keiner zu Hause. Kommt doch keiner zu Hause sein. Ich war doch in Urlaub in Spanien. Du warst in Spanien? Sissi.
Geh uns beim Messer dann in Spanien. Urlaub, Urlaub. Ja, da fährt doch jede Jack hin. Jede Jack? Ja. Warum fährst du dann nicht dahin? Du Tütenügel. Du Schnullerpfeife. Ich hab mir doch da ein Grundstück gekauft. Du hast doch in Spanien. Sissi. Ja, du kriegst doch ja noch nicht in so einen Parkplatz. Einen Parkplatz? Ja. Da hab ich mir ja da ein Grundstück gekauft. Wie zum Parken? Nein, zum Wenden, damit ich wieder nach Hause komme. Ist das jetzt gut? Sehr gut, ich will uns jetzt sagen, wenn man nur so ein Land fährt, dann muss man doch ein bisschen von der Sprache können. Spanisch? Ja. Die Sprache? Ja. Ist doch ganz einfach. Das ist das einfachste von der Welt. Ja? Wenn man sie kann. Ja, kannst du sie dann? Nee. Aber ein paar Brocken habe ich gelernt. Ja, was dann? Zum Beispiel wie Manjana. Manjana? Manjana, Manjana, das heißt übermorgen. Kaffee con leche. Silvester. Uno, dos, tres. Zweimal drei ist sechs. Da bist der platte Flunder, wa? Und ich habe einen Mann kennengelernt, der sah aus wie du im Moment. Ja. Wie, der sah aus wie ich? Ich dachte, du wolltest mich besuchen auf meinem Parkplatz. Der hätte so ausgesehen wie ich. Wisst ihr, wie der hieß? Nee. El Saco. El Saco oder La Bügel. Nee. El Saco, so hieß der. Ja, ja. Ja, und was heißt das auf Deutsch? Plastiktüte. Ist das nicht komisch? Herr Zimmermann, die Plastiktüte. Zimmermann. Ja, ey, darf ich ja nicht mehr sagen. Zimmermann, das Frühere. Zimmermann im Taschenformat. Der ist ja so berühmt. Ach mein Gott, was ist der berühmt? Ich war gestern in der Eifel, in der Gastwirtschaft. Da habe ich mal einmal Zimmermann bestellt. Ja, Jungs, hast du dann dort drauf jetzt gekriegt? Ja, zwei Spiegeleier. Herr Zimmermann. Und mit dir spreche ich nicht mehr. Ist in Ordnung, gib Gas. Wir zwei schon mit der Höhner geht schon um 5 Uhr ab. Wir laufen, springen, hüpfen, als würden wir bekloppt. Denn 20 Kilo sind so viel, so meint der Doktor, kleiner blöde Schwein. Drum haben wir zwei uns angemeldet, im Trimm dich fit vorein. Der Hampel, Bampel, Strampelmann, der mäht uns meine Böse. Wir laufen durch das nasse Gras und wackeln mit den Füßen. Dann springen wir auf einem Bein ein paar Mal in der Hü. Und sind wir zwei so richtig warm, ja, dann hüpfen wir noch wie. Kannst du mal sagen, was der Blödsinn sind so? Das ist der Eiertanz. Jetzt laufen wir schon Monate in Wald und Flur herum. Ob Laufe, Schwimme, Tennis, Spiele, ne wieder ja nicht dünn. Uns Frauen sind am Schengen, ihr zwei hätte ich nur ab. Und hoffen's dann bei uns daheim, da sind wir müd und schlapp. Der Hampel, Bampel, Strampelmann, der mäht uns zwei nervös. Wir laufen durch das nasse Gras und wackeln mit den Füßen. Dann springen wir auf einem Bein ein paar Mal in der Höhe. Ja. Und sind wir zwei so richtig schwärm, ja, dann öffnen wir noch mehr. Hey, das Leben drin, wa?
Das nennst du Leppe? Da ist Schönheit drin bei mir. Schönheit? Du könntest bei C und A als Dressmann anfangen. Pass mal auf, ich schiff der Klo, wann ich will, ist das klar? Über die Beleidigung. Das sieht auch gut aus heute. Hat's einen Blutsturz? Du Fensterleder. Du musst jetzt mal Doktor gehen, ich glaube, bei dir stimmt was nicht. Wieso, wenn wir... Du bist bestimmt versuchsweise geboren, wa? Ich schon jedes Jahr nom Arzt und der tät mich dann röntgen von der Föß bis oben in der Kopperin. Du musst ein kleiner Arzt sein, der kommt bestimmt noch ein bisschen hin, oder? Nee, der hat mir auch der Kopf geröntgt. Der Kopf? Der hat auch geröntgt und der hat nie jetzt gefunden. War ja nichts drin, kann ja nichts. Aber schön mit Zellenart, der Bursche, ne? Zeig mal her, ja? Jan Queck. Nee, du kriegst sie nicht. Gestern hat er sie mir noch gegeben. Bist du geizig? Ich will dir jetzt sagen, ich hätte aber gestern oben noch ein Mädchen eingeladen zu einer Tasse Kaffee, die aber nicht. Eine ganze Tasse? Was hat sie denn gesagt? Kommen Sie rein, ne Zimmermann, kommen Sie rein. Zimmermann. Nee, das hat für mich gesagt, ihr Mann wird da. Oh, das war ja Spiel ohne Grenzen. Ja, der Land wird mich, für mich jange die Köcherin. In da der steht Küche? Ja, da steht eine Golf mit Wäsch. Mit Wäsch? Ja, da schnappst du doch ein Bügel, und dann fängst du schnell an zu bügeln. Und ich schon an meiner Mannerin und kann dem sagen, der Bügelmann ist da. Und ich habe ihn das Kaffee für 2 Stunden gebügelt. Für 2 Stunden gebügelt? Ja. Für eine Tasse Kaffee? Ja. Hätte sie bei Chibobili haben können. Zimmermann. Ach nein. Ist der gelbe Klo. Für eine Tasse Kaffee hat er 2 Stunden gebügelt. Ist er bald Jod? Der muss noch Hammer haben. Excuse me, Zimmermann. Hör mal, Bügelmann. Da war nicht zufällig so eine kleine Blonde aus der Gaststätte bald zu einsamen Herzen. Sie hören, so kommt das nämlich her. Sag bloß das Luder, wa? Ja, wieso dann? Die hat uns dran gekriegt. Ja, wieso hat die Frau uns dann dran gekriegt? Ja, ist es denn, du, was du gestern gebügelt hast, hab ich vorgestern gewaschen. Kann man nur so blöde sein. Wir wollen es jetzt singen. Heidi, Heidi. Wo sind deine Berge? Na, hier kann er nicht sein. Nee. Excuse me. Vom Rathaus und vom Aldermat, da sind 2 Originale, die kommen nicht parat. Zig Jahren Tag, da haben die Krach, man weiß es nicht genau. Der Kallendresser, der Filou, der ist vor Lachen blau. Blau, blau, blüht der Enzian. Hör mal an, wie schön das sich anhört. Ich muss ja nicht, dass ich der konnte. Der Platz ja weg vom Rathausdom, so wie der Hienan. Der streckt bei jeder volle Stunde, der Zunkus singen ran. Jetzt weiß ich schon, warum der das sich ja um das so mäht. Die nackte Furt vom Kalendressor hat ihn abgerecht. Pass doch auf. So is it's neulich doch ein Frau, nom Kadin gerannt. Dat Wort vom Kallendrisser, dat zollt jetzt von der Wand. Oder sollen wir jetzt sagen, einen Regenrinnenschießermann? Regenrinnenschießermann, immer lässt er mich die Biesterei allein singen. Doch wahr. Das kann nicht verrückt werden. Ja, da muss ich aber nicht zu verändern. Hast mir schon wieder wehgetan. Wie ist das Leben doch so schön? So schön.
bei uns hier in der Stadt. In der Stadt. Gläsig Gölschen, den halben Hahn, Fläschchen suren Wein. Ja, da weiß man, was man hat. Von Hetzlichkeit und Ehenart und noch von Gölschen Klaff. Von Donderdecke Pizza, der auf Gölden Uns Frauen haben neulich ein Nahtzimt gekauft für jeden von uns zwei mit Kornblümchen drauf. Sie waren zwar Hunger, jet lang und jet wick, doch sagten uns Frauen, das vergeht mit der Zick. Wenn sie ihr Wäsche sind, dann sind sie richtig, sonst sind sie doch schön. Und das ist doch wichtig. Sie waren am Grabe tatsächlich ganz fesch. Dann kommen sie das erste Mal mit in der Wäsch. Wir kriegen sie wieder, alles okay. Jetzt singen sie uns grad noch bis an die Knie. Jetzt waren sie schön richtig vornehm und nett. Wir gingen noch mal sehen, hoch in das Bett. Sie waren fast zu schade, sich streng zu bewegen. Wir zwei haben acht Nächte am Rücken gelegen. Wir waren zu stolz und die Hemden so fesch. Dann kommen sie zweite Mal mit in die Wäsch. Mir kräten sie wieder, was ein Blamage. Jetzt jungen sie uns da, la, 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 la. Na gut, dass ich den Arsch gesungen hab, ne? War arschkurz, waren sie arschkurz. Dreht man sie verrückt, sind sie hingen zu. Und andersherum, genau so. Wir müssen des Ofens dann blitzschnell verschwinden. Und jedes Mal flattert das Fähnchen im Winde. Sie sind zwar am Karre immer noch fesch, doch sie sollen am Montag wieder mit in die Wäsch. Unser Kolonialrat Hans Zimmermann und Hans Süpo. Mit ihrem herrlichen kölschen Vortrag. Man muss schon ein bisschen aufpassen, man kann auch herzlich darüber lachen. Ich glaube, die zwei haben jetzt verdient, weil wir lange nicht jattern. Wir wollen Rakete. Bravo. Einverstanden. Kommando 1. Kommando 2. Und Tempo 3. Und man kann sie immer wieder hören. Und immer wieder ist jetzt Neues dabei, was zu bringen. Die zwei. Wenn man die nicht hätte, ich schlöwe, dann können wir mit dem Rosenthal-Zanz ausrufen. Die zwei sind? Spitze! Lorenz, was sind die? Spitze! Jawohl, das können wir sagen. Spitze im Kölschen Bastelier. Und die zwei haben noch der Orden des Festkomitees ganz herzlich verdient.